Auf dem Papier ist es eine klare Sache. Die Bayer Giants aus Leverkusen stehen auf Platz 14 der Pro A. Die Oettinger Rockets hingegen auf Platz 1. Und diese Tabellenführung wollen sie natürlich verteidigen. Doch beim Basketball ist bekanntermaßen alles möglich. Alles möglich, stimmt schon. Doch die Offensivabteilung der Raketen erwischte wirklich einen Sahnetag. Das vor den Augen von 1670 Zuschauern. Und dann soll es auch schon losgehen. Hier der Wurfversuch von Timothy Knipp. Jordan Weaver holt sich die Kugel, macht es schnell und Delvon Johnson dankt gegen 2. Sag mal ganz ehrlich, wie viel Spaß macht es gerade, Basketballer in Gotha zu sein? Unglaublich viel. Das ist einfach eine Wahnsinnsstimmung. Ich habe sowas auch noch nicht erlebt. Also die Fans, die Atmosphäre, ist einfach ein gutes Gefühl, hier auf dem Parkett zu stehen und ja, einfach geil. Einfach geil, wie Johnson auch gleich noch einen nachlegt. Die Kollegen von Basketball.de haben ihn nicht umsonst gemeinsam mit Carlton Guyton und Joe Lawson für den Spieler des Monats Oktober nominiert. Gewählt wird übrigens von den Fans, dann Pasrazis und Johnson mit der nächsten Bewerbung. Das Spiel an Halloween ganz sicher nicht zum Gruseln. Es sei denn, man hat Angst vor solchen Pässen. Guyton auf Völler und der ganz sicher. Erfrischung ist wichtig, auch Dylan Durant wirkt nach längerer Verletzungspause wieder frisch, hier leider mit dem Abspielfehler und so halten die Leverkusener in der ersten Halbzeit stets den Anschluss, allen voran Drew Brandon mit insgesamt 24 Punkten. Jedoch holten die Giants vom Rhein nicht einmal die Führung, weil sie eben hinten mitunter löchrig stehen. Guyton mit den Punkten und das kann Achim Kutschmann nicht schmecken. Hingegen kommen die Gotha Distanzschützen auf den Geschmack. Da ist natürlich Jordan Weaver zu nennen, der in der ersten Halbzeit 4 Dreier versenkt. Aber auch Yannick Lodders kann das richtig gut. Bitteschön. Halbzeitstand 43 zu 35. Mindestens einen Wurf würde ich gerne noch mal probieren. Aber nein, ich habe gut geworfen und immer wenn es zum Wochenende kommt, weiß ich, hier wird auch Zone gespielt. Ich habe heute den ersten Wurf gleich getroffen und das gibt natürlich ein gutes Gefühl. Das gute Gefühl verlässt den jungen Amerikaner auch in der zweiten Hälfte nicht. Weaver holt alle seine Punkte hinter der Linie. Schnelle Beine und fantastisches Defensivverhalten zeigt Chris Rassis. Ganz nah am Mann, provoziert den Turnover und belohnt sich dafür auch gleich selbst. Die Defense aber insgesamt verbesserungswürdig, denn es läuft nicht immer so gut wie hier. Lodders gegen Knipp. Marco Völler mit dem wichtigen Tipp, sofort geht es in den Gegenangriff. Lodders vor Sekunden noch hinten und jetzt mit seinem zweiten von 2 für 3. Nicht nur dafür gibt's Applaus und nicht nur von Chris Ensminger, natürlich auch von den Fans und die bedanken sich schon mal mit der Laola. Also ich denke, zu Hause ist natürlich jedes Team meistens stärker, aber bei uns ist denke ich nochmal ein extra. Nochmal extra Zuschuss, wenn die Halle so bebt, wie sie jetzt auch heute gemacht hat. Und es ist einfach, es gibt einem so viel mehr Energie und dann fällt es einem auch viel leichter. Nochmal ganz kurz zu dir. Bist du wieder bei 100%? Sagen wir 92,5. Jordan Weaver, den Namen haben wir häufig gehört. Zu Recht, das beweist er gleich. 7 von 10 Dreiern, das macht 21 Punkte für Gothas Nummer 2. Das letzte Viertel ist übrigens das einzige, das die Rockets nicht gewinnen. Hier steht es dann 27 zu 27. Insgesamt ist es wieder eine sichere Vorstellung der Hausherren, auch wegen solcher Pässe von Chris Rassis. 11 Assists von ihm, 12 Punkte von Lawson und 96 zu 80 nach 40 Minuten. Die Angriff war gut, die Verteidigung, wir konnten besser spielen. In der letzten Viertel, in den letzten 6,5 Minuten, wir hätten 23 oder 24 Punkte von Leverkusen bekommen. So, für die Verteidigung, 80 Punkte ist zu viel. Aber das war der beste Angriff bei Leverkusen diese Saison, was ich hatte gesehen von dem Video. Brandon war sehr gut mit 24 Punkten, Cracklow 15 Punkte. Wir hatten einen guten Job gemacht gegen Knipp, die Topscorer von ihm, mit 15. Normalen Schnitt, 15 Punkte bei ihm, aber wir hatten einen guten Job da. Aber okay, wir hatten gewonnen und das ist die erste Dinge für uns.